glaube, hier war jetzt nicht so viel zu sehen. Turm 2. So, was haben wir hier? Nee, da geht's wieder runter zu Turm 2. Wow, ist das ein Lichtschmetterling? Krass. Das war ein Lichtschmetterling. Das andere sind auf jeden Fall eher kreisartige Dinger. Das eine ist auch geflogen wie ein Schmetterling. Ja, hier sind wir. Turm 3. Das war Turm 3. Dann geht's jetzt zu Turm 4. Turm Nummer 4. Ich habe gesehen, wie sich das Muster neigte und die Zeit fast anhielt. Ich habe gesehen, wie die Flamme aus Stevens Hand sprang und die Zeit stillstand. Für immer. Ich sah in sein Gesicht. Und in der letzten Sekunde glaubte ich fast, er hat mich gesehen. Er war nicht ängstlich oder wütend. Ich erinnere mich an sein Gesicht. Wie damals, beim ersten Mal, als er morgens ganz früh aufwachte und noch völlig verschlafen sagte, ich liebe dich. Und ich liebte ihn, als er ins Feuer ging. Ich ließ ihn gehen, weil ich noch nicht bereit war, ihm zu folgen. Wir haben uns an diesem Ort an die Zeit geklammert und das Licht am Boden gehalten, weil wir vor der kommenden Dunkelheit Angst hatten. Aber jetzt wissen wir, dieses Klammern an das Licht ist nicht das Leben. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, mir das Licht einer Million toter Sterne anzusehen, ohne diese Tatsache zu verstehen. Das Licht, das wir ausstrahlen, überdauert den Tod. Das Muster unseres Lebens baut eine Brücke über die Dunkelheit. Across the edge, just
Ja, muss man halt erstmal irgendwie sacken lassen, was Kate da gerade gesagt hat. Schwer manchmal alles ein bisschen zu verstehen. Man weiß gar nicht, von wann die Zeichnungen auch sind manchmal und in welchem Zustand Kate war, als sie die gesagt aufgenommen hat. Aber dass sie halt gerade irgendwas gesagt hat von wegen, sie hat Steven einfach ins Feuer lassen gehen, hört sich so an, wie als wäre das eine Nachricht von oder eine Erzählung von nach Stevens Tod, nachdem er sich halt abgefackelt hat unten in seinem. Kann es denn sein, dass Kate schon in Verbindung mit diesem Muster ist? Ach, ich gehe wieder zurück. Dass Kate in Verbindung mit diesem Muster schon ist, weswegen sie überall ist und alles mitkriegt, so als sie sagte ja, es kommt ihr vor, als wäre alles schon, alles was sie tut und macht, ist in diesem Moment schon längst da gewesen oder so, irgendwie sowas sagte sie eben. Und das Licht ist ja bei Steven gewesen, als Steven sich umgebracht hat. Und Steven sagte ja dann auch so, Kate, bist du das? Wow, überall voller Zeichnungen hier. Es streckt sich aus dem Schatten des Turms heraus, über das Observatorium und das Tal und verschlingt die Welt. Alles ist jetzt Licht geworden. Alles ist zur Ruhe gekommen. Die Welt ist durchzogen von den Spuren, die wir hinterlassen. Unsere Präsenz ist überall. Die Brücke zwischen unseren Geschichten. Diese Welt hat existiert, bevor wir herkamen, und sie wird uns überleben. Auf den leeren Feldern und in den Häusern leuchten unsere Spuren. Und andere werden in dem Licht tanzen, das wir ausstrahlen. Wir können gelassen gehen. Ohne Angst. In dem Wissen, dass alles weitergeht. Kate hat es wohl verstanden irgendwie. Glaube ich. Glaube ich. Hört sich auf jeden Fall so an, als hätte sie es verstanden. Verdammt dunkel hier. Oh, schön. Ein paar kleine Lichter weisen mir den Weg. Turm 6. Ist da hinten auch noch was? Ist auf jeden Fall zu dunkel, um was zu sehen. Einen ganz dünnen Blick will ich riskieren.
Diesmal kein Tonbandgerät? Diesmal sieht es so aus, als könnte ich in den Tower reingehen. Kann das Ding nicht abspielen. Das Ende kommt jetzt. Ich habe keine Angst. Wir haben einander. Wir waren von ihnen getrennt. Wir verstehen jetzt unser Versagen, sie zu berühren, dazu zu gehören. Aber das ist jetzt egal. Alle sind weg. Und wir werden zu ihnen gehen. Wir werden getrennt geboren. Treibholz an den Ufern eines endlosen, dunklen Ozeans. Und die Strömung wird uns schon bald davontragen. Aber in der Zwischenzeit, an einem einzigen Tag leben, diesem Tanzen in einem Sonnenstrahl, finden wir, was uns fehlt. Die Liebe, die uns ganz werden lässt, die in uns wohnt. Jeder findet sein Gegenstück. Dieses Muster ist meins. Das ist das Ende. The Chinese Room, wieder mal ein gutes Spiel dahingelegt. Ein schönes Spiel. Traurig, schön anzusehen, aber traurig.